So. Ja, okay, wir müssen uns noch 700 Meter. Naja. Wir haben ja Zeit. Beziehungsweise ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe eigentlich geplant, dass ich jetzt schon längst angefangen habe, Far Cry New Dawn aufzunehmen. Scheiße. Das wird wieder viel zu spät. Dann mache ich so, dass ich heute auch nur 6 Videos raushaue. Oh, leg mich doch am Arsch. Bin gerade mal überlegen, wofür L1 doch alles gut war. Mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Papas Haus, finde Leder. Jetzt bin ich mal gespannt. Eingang zur Unterwelt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja. Da lang muss ich. Ich würde mal sagen, hier lang. Hier sind so viele Leichen. Ist das der Hades? Leda von Ithaka. Dein Vater verließ dich. Im Tod tat deine Mutter dasselbe. Ich bin für dich da. Stell dir ein perfektes Leben vor, indem du meine Kinder trägst, meine Felder bestellst, mein Brot brichst. Jede Frau würde dafür töten. Du nicht auch. Scheinbar schon. Cassandra. Leda? Halt! Wenn du noch näher kommst, muss ich dich töten. Wer hat dich geschickt? Helenus? Antikles? Ganz ruhig. Wir sind allein hier. Du bist nicht einen Tag gealtert. Ist das hier der Hades? Leda, ich bin es. Barnabas. Das war der Name meines Vaters. Ich habe ihn nie jemandem verraten. Vater? Kleines, bitte. Wie war der Name deiner Mutter? Der gleiche wie der meine. Leda von Ithaka. Ah. Du hattest recht, alter Freund. Leda hat überlebt, aber nicht so, wie deine Visionen es dir zeigten. Sie ist deine Tochter. Unmöglich. Dafür gibt es keine Beweise. Mein Kleines, vor einem ganzen Leben segelten deine Mutter und ich Seite an Seite. In der Nacht, als ich mein Auge verlor, übermannte uns ein Orkan und wir kenterten auf den Felsen. Leda war so tapfer. Sie band einen Teil des geborstenen Rumpfs mit Seilen zusammen. Ich hielt sie und sagte, hör nicht auf zu paddeln. Bis du das Ufer erreichst. Diese Geschichte hat sie dir erzählt. Gut. Nach all dieser Zeit, Martha sagte, du wärst ein König gewesen, der im Kampf gegen die Hydra fiel. Du solltest es wissen. Martha, sie ist... Du solltest etwas wissen. Martha, sie ist... Ich verstehe. Wir werden zusammen um sie trauern.
Ich unterbreche nur ungern, aber Leda, du hast uns mit einer Klinge bedroht. Und da waren überall Leichen. Nachdem Martha tot war, übernahm ich den Hof. Seitdem tauchen hier Freier auf, die mich wegen meines Reichtums heiraten wollen. Als das nicht klappte, beschlossen sie, mich umzubringen. Du hast dich gut geschlagen. Lass uns dir helfen. Solche Leute hören erst auf, wenn sie haben, was sie wollen. Du erwähntest zwei Namen. Pelenus und Antiquis. Sie leben beide in der Nähe. Ich kann dir zeigen, wo. Gehen wir es gemeinsam an. Zusammen kann uns niemand aufhalten. Genau. Zusammen. In die Schlacht. Achso, er macht jetzt wirklich mit. Hab ich jetzt nicht gedacht. Wie läuft die denn? Ich treffe meine Leda auf den goldenen Feldern. Zack hat sie je wieder geheiratet. Hat sie? Er war ein guter Mann. Freundlich zu ihr und zu mir. Nun, ich habe zu den Göttern gebetet, dass sie überlebt und glücklich ist. Die Götter haben mich erhört. Hä? Ich dachte, er hat gesehen, wie sie gestorben ist. Wie kann er dann gebeten haben, dass... Ich frage einfach nicht. Heiligtum von Eleusis. Ach, da hinten. Oh, da geh. So, den ersten haben wir gleich schon. So. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Oh, okay, fast. So. Dann haben wir es auch. Oh. Wenn wir schon dabei sind. So. Darf ich jetzt mal mit dir reden? Natürlich nicht. Aber was jetzt? Oder willst du noch mehr kämpfen? So. Geht doch. Der Hof meiner Mutter und mein Leben sind sicher. Von ganzem Herzen danke ich dir. Euch beiden. Danke, dass du diesen alten Mann wieder glücklich gemacht hast. Wo ist denn nun dieser Wein?
Hauptsache saufen. Kampf hinter uns, scheiße, auf saufen. Mm. Yo. Oder wurde für rum. Beziehungsweise in dem Fall weinen. Und der fast endlos erscheinende Ladebildschirm. Da du nun dein Leben zurück hast, was wirst du damit anfangen? Meine Mutter ehren, unseren Hof und ihr Erbe schützen. Ich hatte gehofft, du schließt dich deinem alten Pater auf der Adresteia an. Die Götter sandten mir ein Zeichen, als sie dich hierher führten, um diesen Ort zu retten. Ich kann sie und Martha nicht entehren, indem ich gehe. Du hast recht. Dieses Land braucht dich. Pater, unser Hof gehört dir. Eines Tages, wenn du die Welt besegelt hast und ein ruhiges Zuhause willst, dann wirst du es hier finden. Aber wenn Demeter selbst nicht diese Speicher niederbrennt, weiß ich, dass ich dem Willen der Götter folge. Geht es dir gut? Sie ist so stark wie ihre Mutter. Ich könnte nicht stolzer sein. Ich wünschte nur, sie würde ihre Meinung ändern. Vielleicht wird sie das. Bis dahin sollten wir uns jedes Mal, wenn wir hier vorbeisegeln, die Zeit nehmen, anzuhalten und Kehre zu sagen. Papas Haus. Abgeschlossen. Achso. Okay. Wieder unter uns. Ja. Aus der einen Folge sind zwei geworden. Aber auch eigentlich nur aus praktischen Gründen. Ja. Ah, nächsten. Bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ganz kleine bisschen. Es war okay, fand ich. Also ich finde diese einzelnen Missionen da so, sind nicht besonders, aber ja. Besser als nichts. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.